So, die neuen iPhones sind alle draußen und irgendwie jeder Mensch fragt sich jetzt, welches iPhone soll er sich jetzt kaufen? Die Antwort gibt es in diesem Video. Um jetzt entscheiden zu können, welches iPhone ihr euch kaufen sollt, müssen wir erstmal die Preise feststellen. So kostet das normale iPhone 16 950 Euro, das iPhone 16 Plus 1100 Euro, das 16 Pro 1200 Euro und das iPhone 16 Pro Max 1450 Euro. Hier ist zu bedenken, mit der Standardkonfiguration mit 128 GB, nicht mehr. Ihr müsst das dann einfach mit einberechnen, wenn ihr mehr GB haben wollt. Wir haben aber auch die Vorgängergeneration, nämlich die iPhone 15, die hier in diesem Was sollst du kaufen Video eine sehr große Rolle spielen. Nämlich hier kostet nämlich einmal das iPhone 15 nur 720 Euro, das iPhone 15 Plus 850 Euro, das iPhone 15 Pro 920 Euro und das iPhone 15 Pro Max 1120 Euro. So, und ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Features des iPhone 16. Dies hat jetzt einen 48 Megapixel Sensor, der dann also dazu fähig ist, einmal bis zu zweimal Tele rein zu zoomen, da es halt nun mal diese hohe Auflösung hat. Das iPhone 16 hat jetzt auch einen neuen Ultraweitwinkel bespendiert bekommen mit einem Autofokus. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Makrobilder aufnehmen, wie das vorherige iPhone 15 Pro. Das neue iPhone hat jetzt auch einen neuen Prozessor gespendet bekommen, nämlich den A18, der dann nämlich jetzt auch ermöglicht, einfach noch mehr Leistung in dem Telefon zu haben. Und vor allem auch noch wichtiger, durch diesen 3-Nanometer Prozess, der jetzt auch in diesem A18-Chip angewendet wird, ist der auch ein bisschen effizienter geworden. Das heißt, eventuell sollte der Akku ein bisschen länger halten. Und alle iPhone 16s haben jetzt auch eine künstliche Intelligenz mit eingebaut. Aber hier möchte ich jetzt mal nicht so viel drüber erzählen, der Grund kommt später. Wenn wir jetzt hier einmal zu einem iPhone 16 Pro schauen, hat das jetzt auch einige Neuerungen bekommen. Nämlich einmal, dass diese Ultraweitwinkelkamera auch einen neuen Sensor bespendiert bekommen hat. Nämlich statt dem vorherigen 12-Megapixel-Sensor einen 48-Megapixel-Sensor. Ich habe in meinem letzten Video schon ausführlich erklärt, dass mehr Megapixel nicht automatisch auch mehr Qualität bedeutet, das auch damit einhergehend auch bedeutet, dass der Sensor größer sein muss. Diese Angaben wurden bisher noch nicht gemacht, also das muss kein richtiges Indiz dafür sein, dass die Ultraweitwinkelkamera jetzt eindeutig besser geworden ist. Der Hauptsensor des iPhone 16 Pros ist jetzt auch nochmal schneller geworden, was aber auch vorher kein Problem war, wo niemand von euch ein Problem gesehen hat. Also das sollte euch jetzt eigentlich auch nicht auffallen, wenn ihr das einmal in der Hand habt. Und die Telekamera hat eigentlich auch keine großartigen Neuerungen bekommen. Mehr Updates sehen wir aber hier jedoch wieder bei dem A18-Chip. Nämlich jetzt nicht nur bei dem normalen A18-Chip, den das iPhone 16 hatte, nämlich sogar ein A18 Pro-Chip, wo es anscheinend einen Kern mehr Leistung gibt sozusagen, also ein bisschen besser. Ach genau, und 4K mit 120 FPS habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, das ist durch den schnelleren Sensor möglich. Und noch ein Punkt, worauf Apple sehr großen Wert gelegt hat, ist dieser neue Kamera-Button, wo man jetzt hier drauf drücken kann, um Fotos oder Videos aufzunehmen. Ich habe auch im letzten Video gesagt, dass das eigentlich unsinnig ist, dass man den Action-Button dafür genauso gut nutzen kann und dass Hochkant-Leute den gar nicht nutzen werden, weil sie dann das Telefon so halten müssen. Und normalerweise sehen, dass ja so gehalten werden wird. Das heißt, viel Nutzung wird es davon nicht geben. So, das war die iPhone 16 Reihe. Gucken wir uns jetzt aber auch nochmal zum Vergleich die iPhone 15 Reihe an. Wenn wir hier zu dem normalen iPhone 15 gehen, sehen wir hier auch wieder den gleichen 48 Megapixel Sensor wie bei dem iPhone 16. Das heißt, man kann also genauso reinzoomen wie bei dem iPhone 16 durch diese hohe Auflösung. Die Ultraweitwinkelkamera des iPhone 15 hat hier aber noch keinen Autofokus. Es sind also noch keine Makrobilder möglich. Hier aber mal einen Tipp. Nehmt lieber die Makrobilder auf mit dieser 2x Zoom-Kamera, die ihr habt. Das gibt direkt viel weniger Verzerrung im Bild und ich finde, das gibt auch einfach ein professionelleres aussehendes Makrobild. Wenn wir uns jetzt hier mal den Chip anschauen, sehen wir, dass es weniger Leistung hat als das iPhone 16. Die Frage ist jetzt nur, ob man wirklich so viele Probleme hatte mit der Performance in den vorherigen iPhones. Also ich persönlich nicht. Schon mit den ganzen vorherigen iPhone-Modellen, ich würde sagen bis zum iPhone 12er Modell hinreichend, konnte man wirklich jegliche Spiele spielen, ohne irgendwelche Kompromisse zu machen. Außer mal, dass dann vielleicht das Handy sich ein bisschen gedimmt hat, wenn man in praller Sonne gespielt hat. Das iPhone 15 hat genauso wie das iPhone 16 auch diese Dynamic Island, die Notch ersetzt hat und deswegen auch sozusagen die gleiche Selfie-Kamera. So, und kommen wir jetzt auch nochmal eben schnell zum iPhone 15 Pro. Das kann im Gegensatz zum iPhone 16 Pro nur 4K mit 60 FPS aufnehmen. Hier ist nur die Frage, braucht ihr wirklich diese 120 FPS in 4K? Das iPhone 15 Pro besitzt auch immer noch die alte Ultraweitwinkelkamera, die zwar auch einen Makro-Modus besitzt, aber nur 12 Megapixel hat. Also diese Ultraweitbilder werden wahrscheinlich auch nicht ganz so gut sein wie das iPhone 16 Pro. So, und kommen wir jetzt zu dem am Anfang erwähnten Punkt, KI, was ja in Apples Präsentation eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Für uns in Deutschland, aber
vollkommen egal ist. Denn wir kriegen diese KI erst ein Jahr später. Das heißt, für die iPhone 16 Generation ist das gar keine richtige Neuerung. Wir müssen also auf all die Features wie zum Beispiel Siri, die neuen Emojis, die E-Mail-Zusammenfassungsfunktion, die Audioaufnahmefunktion durch jetzt Geräuschunterdrückung, auf all das müssen wir verzichten, nur deswegen, weil es KI in Deutschland noch nicht verfügbar macht. Und so ist auch direkt einer der wichtigsten Upgrade-Argumente vollkommen pointless geworden. Ich weiß gerade nicht das deutsche Wort. So, also jetzt zu meinem Rat, zu welchem Handy ihr euch kaufen sollt. Mein klarer Gewinner ist hier das iPhone 15. Seitdem es jetzt auch den 48-Megapixel-Hauptkamerasensor in dem iPhone 15 drin gibt, ist es für mich ein Nonplus-Ultra-Smartphone geworden. Man hat jetzt hier praktisch drei Linsen drin, obwohl es nur zwei sind, wegen dieser hohen Auflösung. Die Performance ist bei dem iPhone 15 auch schon phänomenal und ich habe dazu wirklich nichts zu kritisieren. Und die Akkulaufzeit, naja, wie in allen neuen Smartphones einfach nur grandios. Das iPhone 16 hat dagegen gar nicht mal so viele Neuerungen, außer jetzt die offensichtlichste mit dem Makro-Modus mit der Ultraweitwinkelkamera. Das war es aber auch größtenteils. Wenn ihr aber wirklich mehr Geld ausgeben wollt für Pro-Features wie zum Beispiel ein RAW-Foto oder Log-Footage im Videobereich, ja, dann würde ich euch zu dem iPhone 15 Pro raten. Wenn ihr mal in euch geht, müsst ihr euch wirklich mal die Frage stellen, brauche ich wirklich diese 4K 120 FPS des iPhone 16 Pros? Wenn nicht, dann wie gesagt würde ich euch wirklich zum iPhone 15 Pro raten. Denn wie gesagt, der Preisunterschied ist einfach 920 Euro zu 1200 Euro. Das sind 280 Euro weniger. Und das ist für mich dann klar, wieso meine Entscheidung dann so ausgefallen ist. Also hier mein klarer Rat, entweder kauft euch jetzt die iPhone 15 Reihe, iPhone 15 oder iPhone 15 Pro oder wartet lieber noch auf die nächste Reihe, dann auf die iPhone 17er Reihe, weil da dann auch die ganzen KI-Features auch in Deutschland verfügbar sein werden. So. Das war's jetzt aber erstmal mit dem Video. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie mir bitte gerne in die Kommentare. Ich lese die mir alle durch und mich interessiert das so wirklich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.